Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio Multiplayer. Wir sind weiterhin nur zu dritt, es ist noch der gleiche Tag der Aufnahme. Und ja, ich spare mir jetzt mal zu fragen, wie es euch geht, weil es macht jetzt relativ wenig Sinn. Ja, du wolltest Beton machen, hast du gerade erzählt. Wir haben es noch nicht erforscht, aber ich wollte es vorbereiten. Finde ich eine super Idee und ich finde auch, du kannst da ruhig 6 Fabriken hinstellen. Okay. Das war gerade ein Hänger. Auch ein Hallo von mir nochmal. Oh. Und dann machen wir weiter. Und dann wäre das vielleicht auch ganz cool, dass sich, wenn du das irgendwie so machen könntest, dass sich der das Ding nicht staut. Das Ding nicht staut. Das Eisen, dass wir das Feld so schnell wie möglich wegkriegen irgendwie hier. Falls ja, wir da noch was bauen wollen. Also da kannst du mal Pufferkisten bauen, nachdem wir so in der letzten Folge ja alle abgerissen haben. Ja, das Problem ist nur, dass ich das ja nicht geschmolzen brauche, sondern in Erzform. Naja, ist doch egal. Mach doch da oben Pufferkisten hin und dann räumt sich das nacheinander alles aus, wenn es gebraucht wird. Falls das Feld irgendwann mal leer ist. Boah, das kriegen wir. Gut, ich war dann ansonsten hier oben irgendwie dabei, mir das anzugucken, um festzustellen, dass es so total grauselig aussieht. Und die Tondi meint dabei die Eisenschmelzerei. Ja, die komplette Schmelzerei. Die ist nämlich ganz woanders. Ja, ja, genau. Die komplette Schmelzerei. Ach, super, ich sehe gerade noch was. Habe ich doch in der letzten Folge so wunderschön hier oben den Landfill-Automaten gebaut. Vielleicht wäre aber auch noch eine Kiste zum Ausräumen ganz sinnvoll gewesen. So, und da ihr immer über den Strom meckert, werde ich mal noch 10 Dinger hinstellen. Wir meckern nicht, wir weisen nur darauf hin. Also wir können natürlich auch die ganze Zeit lang bei Verbrennungsofenöfen bleiben. Aber nee, oder? Ist auch blöd. Nee. Also ich bin sehr für Solarenergie, aber dazu muss die Fabrik auch erstmal stehen, die das Zeugs ordentlich herstellt. Und gerade bei Solarfabriken bin ich ein absoluter Fan von Baurobotern und Blaupausen. Ja, ja, klar. Gut, dann kümmere ich mich mal um die... Oh ja, erstmal die Mauern, um die Solarproduktion. Hatten wir jetzt alle Eisenpuffer? Ne, da sind noch Eisenpufferkisten, die leergeräumt werden. Gut. Das habe ich. Da brauche ich noch eine von. Ne, dann baue ich halt noch mal einen Block Dampfmaschinen auf und dann reicht der Strom hoffentlich so lange, bis wir mit den Solardingern anfangen können. Hoffentlich. Vielleicht. Das hoffst du. Möglicherweise. Ja. Theoretisch könntest du mit Solar anfangen, so ist das nicht, ne? Also. Ja, werde ich wahrscheinlich auch gleich ein bisschen machen, aber das Problem ist halt so nur schnell, das Eisen und der Stahl dazu, ne? So schnell. Ja, so schnell wie ihr Fabriken raushaut, komme ich mit dem Solarpanel bauen nicht hinterher. Es ist ja im Prinzip egal, wie groß das Wasserreservoir ist, wo man das Wasser aus den Dampfmaschinen rausholt. Ne? Ja, das ist völlig egal. Du kannst dann, das Feld kann auch nur eins groß sein. Nee, eins, da wirst du Schwierigkeiten haben, die Pumpe ranzukriegen. Ja, aber so ein 2x2 Feld. Das reicht völlig. Ja, das nehme ich jetzt nämlich auch. Also ich bereite gerade Solar schon vor, indem ich hier mal die grüne Chip-Produktion ein bisschen vergrößere. Na gut, das hilft aber nicht, wenn das Eisen nicht da ist. Na, du willst ja nur, dass ich da oben, wenn ich da oben jetzt anfange umzubauen, dann werde ich irre. Mach mir mal elektronische Öfen, dann baue ich um. Ja, okay. Das Problem ist, dass ich halt oben alles abreißen muss jetzt. Also denn so peu à peu. Also wenn wir die Öfen, also wenn ich dir das machen die fertig und dann kannst du auf jeden Fall. So,
Das dauert auch nicht lang, wir brauchen nur 100-100, also das sollte recht fix vorbei sein. Ja, und hier ist jetzt natürlich das Problem, dass nicht genug Eisen ankommt, was zu erwarten war. Das übliche Factorio-Problem. Ja, naja, da kommt hier unten kommt echt nichts mehr an. Das ist... Wir müssen auch irgendwie diesen... das Ding hier auch ein bisschen verbreitern, glaube ich. Also wir müssen mindestens mit 2 Eisenlinien ran. Also es, oben kommt genug Eisen an, aber es wird zwischendurch zu viel wegteilt. Im Prinzip. Ja. Kann das sagen. Naja, oben kommt aber auch nicht so viel an. Um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn die Öfen, also wenn das, wobei, warte mal, was ist denn da? Da sind irgendwie Steine auf dem Fließband. Sehe ich das richtig? Nee, das ist Brennstoff. Okay. Bin ich auch schon drüber gestolpert. Okay. Ne, ihr habt doch die Feststoffketten-Dingenskirchens angeschmissen, um die... Ja, aber ich wusste nicht, dass das mit auf dem Fließband... Okay, gut. Nö, das habe ich einfach... Das habe ich einfach mit in die Kohleschleife reingebaut. Okay. Und sobald die Kohlefelder alle sind, werden die Fließbänder ein bisschen begradigt und alles gut. Oh, was für eine Stille, wenn man die Dinger abbaut. Oh, jetzt habe ich gerade irgendwas. Ich baue es gleich wieder hin. Einen Moment. Alles aus. Strom gekappt. Das muss ja. Ich einen Screenshot machen. So, sorry. Das sah mega gut aus. Ja, sowas sieht immer toll aus. Vor allem, weil alles gelb war. Wirklich alles. Ja. Ein gekommen, alles weg. Ja. Sorry. Ich, passiert schon mal. So, Solar. Akkus. Ja, stimmt. Akkus braucht man da. Wir haben noch nicht das Umspannwerk, oder? Nee, noch nicht. Weil das wäre nämlich schön, wenn ich es dann auch noch haben könnte. Ja. Batterien werden da unten irgendwo gebaut. Ach, was habe ich denn da für einen Quatsch gebaut? Dann drehen wir die doch einfach um. Bin ich bescheuert. Also manchmal stelle ich mich aber auch an. So. Da baut einer Lasertherma. Ja, aber momentan erst nur ein Stack, weil wir haben auch nicht den Strom dafür. Ja, ja. Aber du könntest hier auch die Dings hinbauen. Die Produktion für... Wer weiß schon. Ja. Solarzellen und Akkumulatoren. Wenn du möchtest, heißt das. Ich leite hier mal Stahl weg. Ah, wo ist denn hier Stahl in der Leiste? Nee, ich brauche für die. Also die Batterien, da, die brauche ich ja bloß für die Akkus. Und da brauche ich keinen Stahl, sondern Eisenplatten. Aber du brauchst ja auch Stahl für. Die Solarmodule. Ja, da, genau. Dafür brauche ich aber keine Batterien. Das heißt, das kann ich irgendwo anders hinbauen. Sehr gut. Und, aber ich brauche Stahl für den hier. Ja. Nee, komm. Mal hier. Ja, sieht gut aus. Oh, Öfen können gebaut werden. Ja, ich hab's gesehen. Ich brauch Stahl. Hatte das jetzt einen Sinn, warum das Eisenfeld unten nicht angeschlossen ist? Ja, weil noch nicht genug Strom da war. Genau.
Und weil ich es jetzt auch noch nicht angeschlossen habe, aber wir sollten demnächst es anschließen. Fließt das denn schon irgendwo hin, wo es sich lohnt? Oder? Ach nee, das fließt bloß ins Leere rein erstmal. Gut. Du kannst auch einen Moment warten, dann nehmen wir das Stahlding und machen das Eisending und ich mache jetzt eh nochmal eine Dingsschmelze. Dann dann nehme ich das. Und jetzt muss man gucken, ob dafür schon irgendein Abnehmer ist für das Eisenerz. Da kein Abnehmer ist, brauche ich das natürlich auch noch nicht anstalten. Das ist ganz kompakt gemacht, okay. Was kompakt? Die Bergbauroboter. Ja, weil ich die. Weil ich das da aus dem Weg haben wollte, eigentlich. Ach so. Weißt du? Ja, ja. Was fehlt denn da? Das ist eigentlich Quark, wir bauen das so rum. Brauche mal rote Fließbänder. Wie immer. Oh, jetzt aber wieder da. Das habe ich wieder alle genommen, ne? Nee, habe ich die Hälfte nur genommen. Wow! deswegen kommen da keine raus. Habt ihr die extra ausgestellt, die roten Chips? Bitte? Welche roten Chips? Da sind drei Fabriken, die keine roten Chips rausschmeißen, weil die blauen Greifarme in die falsche Richtung zeigen. Dann habe ich da falsch gebaut. Okay. Dann aktiviere ich die mal und lasse die hunderte Chips, die da gestapelt sind, ach nee, die stapeln ja nicht so viel, mit rausfließen. Können wir schon grüne Fabriken bauen? Wahrscheinlich schon, nicht? Nee, auch noch nicht. Nee, okay. Das... machen wir das... Daniel, was baust du da? Offensichtlich Transportstrecken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das da fertig wird. Hast du ein Doppelband? Ich wollte jetzt ein Doppelband, das ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu Overkill. Also für Eisenerz würde ich sagen, ja. Aber ich lass dich mal machen. Mach du mal. Ja, ne, ich schließe jetzt auch mal, glaube ich, erstmal nur eins an. Und dann. Werden wir so oder so gleich sehen. Oh, Leute, ich brauche große Dinger hier. Nimm sie dir, also ich brauche gerade keine. Nee, diese komischen... Es liegt dir auf der Zunge, ganz, ganz vorne. Strommästen, ich brauche diese großen Strommästen. Also die mittleren. Die mit dem großen Einflussgebiet oder die mit der langen Leitung? Die mit dem größeren Einflussgebiet und die muss ich immer manuell bauen und das ist voll nervig. Warte mal, was brauchen die denn? Oh. Also die großen Strommäste oder die mittelgroßen Strommäste? Die mittelgroßen Strommäste. Ach so. Die brauchen Stahl und Kupfer. Aber die großen könnte man auch gleich noch bauen. Die brauchen das gleiche. Ja, plus 2,5 mal so viel. Ja, aber dann kann man ja auch noch ein paar... Das ist ja nicht so, dass die Dinger schlecht werden. Irgendwann werden wir sie so oder so brauchen. Also, falls jemand mal ein Momentchen Zeit hat, ja, kann er das gerne bauen. Mach ich gleich. So.
Wenn die Türme eigentlich befüttert oder müssen wir die ab und an befüttern? Es kommt weiter Angriff von unten. Nur mit den grünen Chips müssen die gefüttert werden. Achso, theoretisch sollten wir sie befüttern. Aber die haben so 100 Schuss, noch halten sich die Angriffswellen in Grenzen. Ja. Weil ich wollte sowieso gleich mal rumgehen, aber das Problem ist ja immer noch der Strom. Ja. Weil sonst würde ich nämlich die, die jetzt gerade schnüffeln, die könnte ich theoretisch alle ausrotten, wenn wir Strom haben. Mhm. Ja, Strom wird, glaube ich, aber nicht ganz so schnell was, glaube ich. Also Solar zumindest. Ich bin gerade erstmal überlegen, wo baue ich das Solar auf? Ach, ich bin ja bescheuert. Bescheuert ich bin. Wollen wir dazu jetzt was sagen? Hey! Wenn möglich nicht. Meine Zuschauer wissen das auch so. Ach so. Ja, insbesondere wenn die gerade sehen, wie ich gerade die Dinger verlege, die Fließbänder. Das ist überall so viel. Aber einmal ummauert sind wir nicht. Nicht, dass wir irgendwo. Nein, nicht mehr. Gut. Ja, unten nicht mehr. Unten nee, nicht aber mehr. Der Rest ist theoretisch da, ja. So voll mit. Ja. Ach nee, da fehlt gar nichts. Ach Mann, ich bin so blöd. Oh, was? Wieso werde ich angegriffen? Was ist hier los? Ja. Tatsächlich, ja, da kommt auch noch ja, einer. Die standen direkt vor mir, ja. Hat nicht irgendwer gesagt, nach unten ist alles dicht? Nee, nein, nach unten ist nicht alles dicht. Das ist das Problem. So. Eben nicht okay. mehr. Da haben wir ja angefangen zu bauen. Genau. Ja, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Ja, wie gesagt, ja, theoretisch mit ein paar Dingern könnte ich los. Würde theoretisch reichen. Ich glaube, ich müsste mal noch zwei Leichtöl-Brennstoffzellen-Dinger bauen. So. Da können wir schon in Schweröl umwandeln. Das müsste eigentlich auch gehen, nicht? Nee, das geht erst später. Das Umwandeln von Leichtöl das Umwandeln in Schweröl oder sowas. Ist blaue ja, das Forschung. Ist mit der erweiterten Ölproduktion. Ja, ja. So, Kupfer und Stahl. Und Stahl kriege ich. Oh, das ist doch okay. Bau das hier. Mein ja, also Solarzellen per Hand herzustellen ist nicht. Nein, das dauert viel zu ewig. Das ja, ist, ja. Gebe ich dir recht. So, Solarzellen brauchen Grüne. Stahl und Kupfer. Was? Und Feuer. So. Na super. Da egal, ich konnte welche vergessen zwischendurch. Ach, wir bauen übrigens jetzt Strommasten. Die ganz großen nicht, aber die mittleren. Ja. Ja, sehr schön. Habe ich gerade gesehen. So, und jetzt die ganz großen auch gemacht werden? Ja, also da ist die gleichen Nutzen. Da brauchst du aber nur wenig, da braucht man nicht so viel von. Aber also da reicht ein Stack oder zwei. Wenn's zwei. Dann stehst du kurz im Weg, Flinks. Ja, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Okay. So. So was? Die ersten Öfen laufen. Die ersten elektrischen? Mhm. Sehe ich. Echt brandeln? Die stehen noch nicht ganz oben, aber es sind auch erst 19. Ja, ich habe jetzt erstmal noch nicht mehr gebaut. Aber so. Ich dachte, wir nehmen die jetzt einfach mal knallhart und
machen die hier unten für die Chipproduktion? Ja, die kannst du sonst quer einsteigen lassen. Auf den Hauptbus. Dann wird noch mehr versorgt, weil wir haben überall Probleme mit dem Eisen. Wenn das okay ist. Warte mal. Ja? Bauen wir rote Transportbänder und Teile und sowas? Oder ja, natürlich. Sehe ich die bloß rote nicht. Transportbänder, ja. Wir bauen auch Teile und auch Untergrundbänder. Alles ist automatisiert. Ah, super. Jetzt muss ich bloß noch wissen, wo. Da, wo die normalen Fließbänder auch sind. Teile habe ich da zwar auch noch nicht gesehen, aber... Doch, Teile sind hier unten, weil wo auch die Fabriken hergestellt werden und das Licht. Ah, okay. Ich werde nichts sagen, meine Fließbänder sind wieder alle. Ah ja, da sind Teile, Licht. So. Was habt denn ihr jetzt Stahl in der Hand? Ach Gott, bin ich clever. Das ist ja geil. Nee, automatisch nicht, aber manuell. Wäre schön, wenn man auch automatisch das, was man nicht mehr haben will, einfach so in gesperrte Felder packen könnte. Was forschen wir denn? Ja, momentan gar nichts. Was möchtet ihr? Hier, Richtung Roboter? Macht das schon Sinn, Richtung Roboter zu gehen? Kannst du alles schon bauen. Die Umspannwerke. Die Umspannwerke? Ja. Können wir nicht. Los. Ach doch, können wir. Ach so, du kannst einfach nicht. Okay. Gut. Oh. Die habe ich. Und die Unterirdischen sind da. Gut. Oh. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen vor Ende der Folge, aber ich will mal sehen, dass ich es schaffe, die Solarpaneele schon mal herzustellen. So, und ihr sagt, ich soll das jetzt da reinputzen, na, das wird ja ein Träumchen. Ein Träumchen. So, dann... Wenn man gleich mal wieder die halbe Fabrik lahmlegt, alles nie so wild, passiert. Ey, das ist ja jetzt... So, mein Problem ist, dass ich keinerlei Ahnung habe, wie zum Henker ich denn das Ding da reinfutzeln soll. Wie viele Kupferabgänge haben wir denn hier auf der Seite? Zu viele, wie immer. Nee, auf der anderen Seite haben wir aber nicht so viele. Ich verlege Kupfer um 1. Schließe ich gerade. Dann machen wir den mittleren. Ich bin so doof. Ja, mach mal. Du bist so doof? Ja, ich hab gedacht, das Kupfer kann auch durch eine Kiste mit Strommästen durchfließen, so einfach. Kann es nicht? Nein, irgendwie wollte das nicht so, wie ich wollte. Batterien sind da oben, gut, dann ist das erstmal. Echt erstaunlich, dass Wasserpumpen einen Strom brauchen. Ja. Ja, und die Teile auch. Ach, und die, scheiße, das und geht die... ja gar nicht, sehe ich gerade. Entschuldigt, ich habe gerade festgestellt, dass ich dass irgendjemand Fabriken so gebaut hat, dass sie vom Hauptbus abzwacken. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Wer macht denn sowas? Das weiß ich auch nicht. Dann müssen wir das doch irgendwie was, anders machen. Was wird denn da hergestellt? Kriege ich dann diese Eisenbänder sinnvoll? Ah, ich hatte eine Idee.
zwar scheiße, also sieht scheiße aus, könnte aber funktionieren. Hälfte wollte ich nicht, aber na gut. Oh ja, das ist für die grüne Tankproduktion, Fließbänder. Hm? Ja, das bleibt auch da. Ich mach nur. Oh, zwei Objekte werden beschädigt. Ich glaube, ich muss mal los. Ja, ich glaube, das würde Sinn machen. Das mit dem Strom aus? Das ist natürlich falsch rum. Scheiße, das bringt ja auch gar nichts, ne? Das jetzt hier hochlegen. Um, was ist jetzt besser? Oben rechts oder oben links? Ich glaube, ich mache erstmal oben rechts. Die sind. Obwohl. Oh, was fehlt mir denn da schon wieder? Riesenplatten. Ich kann natürlich auch irgendwo die Fabrik mit dem blauen Greifarm suchen. Aber das ist ja viel zu einfach, nicht? Ja, viel zu einfach. Aber da läuft doch noch Stahl noch nebenbei drauf. Sorry. So, also es sollte jetzt merklich mehr Eisen durchkommen. Da bin ich gespannt. Hoffentlich. Huch. Wieso arbeitet ihr nicht? Kein Strom? Doch. Alles voll? Nö. Yeah. Was ist denn für ein Bug? Die Paneele stecken auf 50, nicht? Die Solarpaneele, ja. Ja. Ah ja, gut, du bist einfach schlicht falsch rum. Ach, das machst du da oben so rum. Das geht natürlich auch, Santa. Ja. Aber auch richtig. Das ist ja eigenartig. Das ist ja ein komischer Bug. Jetzt arbeitet er. So, und da ich schon dabei bin. Eisenplatten. Eisenplatten. Allerdings sind die. Das mache ich anders. Hopp, 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 hopp. Jo, es ruckelt schon wieder so dolle. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ja, Warnung, hohe CPU-Auslastung. Das bin ich. Ach so, na dann. Das Stromnetz 2, super. Okay, ich brauche aber kurz mal ein bisschen Schadenserhöhung Lasertürme. Ja, ja. Kein Problem. Weil sonst sehe ich nämlich ganz schön alt aus. Ah, du machst das mit Lasertürmen. Das heißt, wir müssen ab und an mal gucken, was das Stromnetz macht. Ja. Ja, ja, die Turrets, die bringen mir nichts. Die, da habe ich viel zu wenig Power mit. Ach so. Könnten wir denn als nächstes Module machen? Jetzt schon? Ja, dass wir zumindest Energiesparmodule machen, wenn wir schon die ganze Zeit lang Stromprobleme haben. Nur die grünen, das reicht mir. Die anderen brauche ich eh nicht. Die werden eh überbewertet.
Ja, die brauchst du später, ne? Die brauchen wir erst später. Später. Ja, ich guck mal, was wenn, ich machen lässt. Wenn du da durch bist. Ich kann's ja schon mal aufsetzen. So, ich baue jetzt meine Akkus und meine... Nee, das baust du in der nächsten Folge. Ja, das meinte ich. Ich baue jetzt... Nein, bauen tue ich die jetzt schon, aber damit habe ich das geschafft, dass ich die Folge machen wollte. Und dann mache ich da weiter in der nächsten Folge. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.